Was geht ab? Hier ist Tobi von UMC. Die meisten kennen mich als Musiker oder Produzent auf YouTube. Ich mache Metal-Cover, die Top-10-Charts, so wie sie eigentlich klingen sollten. Zuletzt hat man ein Video mit Bülent Ceylan. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema. Wir haben nämlich einen Garten. Wir haben jetzt einen Teich, der aber schon seit 3-4 Jahren ungepflegt ist vom Vorbesitzer. Und da ist so viel Schmodder drin, den wollen wir wieder auf Vordermann bringen. Und darum geht es heute in dem Video. Let's go! Meine Frau und ich, wir sind beide Naturkinder, wir sind auf dem Land groß geworden. Jetzt ist Frühling, da zieht es uns dann raus in den Garten, ins Grüne. Und wir wollen vor allem unseren Teich auf Vordermann bringen. Da ist unten so viel Sediment drin, das ist der ganze Schlamm und einfach verwelktes Laub und alles Mögliche, was Nährstoff ist für Algen und alles, was man eigentlich nicht im Teich haben will. Das ist immer Schritt Nummer 1 im Teich auf Vordermann bringen. Das Sediment muss alles raus. Da haben wir uns dann im Internet recherchiert oder haben uns informiert im Internet und haben nach Teichsaugern geguckt. Wir hatten nämlich einen Turbinensauger überlassen bekommen vom Vorbesitzer mit Plastikanschlüsse und der ist ungelogen nach 5 Minuten abgeraucht. Der hat nichts hochbekommen, war kein Sog dahinter. Dann haben wir recherchiert und geguckt. Wir haben uns dann für den Elefant 5000 von Blauteich entschieden. Dazu gab es überhaupt gar kein Video online, wie der aussieht, wie der funktioniert und so. Und da habe ich gedacht, da mache ich jetzt einfach ein Video dazu. Unboxing, wie sieht es überhaupt aus, wenn man den zusammensteckt und alles. Wir haben uns den Elefant 5000 XL im XL-Paket gekauft. Da ist schon eine Teleskopstange dabei, Saugdüsen, Anschlüsse, ein Vorfilter. Alles, was man braucht für einen ordentlichen Teichsauger, der einfach Jahre hält. Und den packen wir jetzt mal aus und schauen uns das alles an. Let's go! So, erster Eindruck nach dem Auspacken. Sehr hochwertig alles. Der Motor ist fast, oder die Pumpe ist fast so süß. Ich habe mir die echt so voll riesig vorgestellt. Macht aber nichts, ist gerade gut. Ich oder viele vielleicht auch von euch haben einfach nur einen kleinen Geräteschuppen. Das ist da hinten. Da bin ich gerade froh, wenn viel Power auf wenig Raum ist. Und von dem her ist das erstmal ein Plus von mir. Das ist Ding ist auf jeden Fall schwer. Das schreit schon irgendwie Power. Also gut eineinhalb Wasserkästen ist das hier. Also mindestens, wenn nicht sogar zwei Wasserkästen. Alles recht simpel. Also ich denke hier an aus, da komme ich ohne Bedienungsanleitung klar, sage ich jetzt mal so frech. Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, kann man hier die Power von der Pumpe ein bisschen drosseln, wenn man halt den Kies nicht raussaugen will aus dem Teich. Genau, die Anschlüsse, da war ich gleich Fan davon, das sind so Feuerwehranschlüsse. Die sind alle aus Edelstahl, Metall, wie auch immer. Auf jeden Fall, da bricht nichts so schnell, da braucht man nicht gleich wieder Ersatzteile oder so. Und bin ich mir sicher, das hält einige Jahre. Kabel super fett, das ist kenne ich von Studioarbeit. Da sieht man schon, dass Power dahinter ist und halt hochwertige Sachen verarbeitet wurden. Da wurde auf jeden Fall nicht gespart. Ansonsten kleppert nichts, lässt sich super ziehen. So, hier. Das hat auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch von mir. Was haben wir dann noch? Wir haben so eine Bodenbürste dabei. Mal gucken, ob ich die überhaupt erstmal brauche oder nicht. So eine Düse, die ist wohl immer heiß begehrt, weil man da einfach am meisten Power drauf hat. Dann schlotzt man alles aus dem Teich raus. Dann das hier. Das ist ein Vorfilter. Da war ich auch gleich Fan davon, dass die Komponenten getrennt sind. Wenn was kaputt geht, dann musst du nur eins ersetzen oder so. Oder
ist einfach viel besser in der Wartung, in der Handhabung. Du hast dann immer ein Gerät, was dann komplett ausfällt und womöglich dann auch nur komplett ersetzt werden kann. Deswegen, das hat mich gleich irgendwie angesprochen, wo ich im Netz recherchiert habe. Die Kupplungen, super. Einzelne Komponenten, das hier ist der Vorfilter, das ist die Pumpe. Die sind einfach zu ersetzen. Na, glotz ich mal rein. Aha. Das ist dann der Vorfilter, wo dann Steine gesammelt werden und einfach schwere Teile, die einfach nett in die Pumpe wohl rein sollen oder so. Was war noch dabei im Paket? Zwei Schläuche. Und zwar einmal den Ansaugschlauch mit 7,5 Meter. Der ist ein bisschen kürzer wie der Endschlauch, der ist 10 Meter lang. Die kann man aber tauschen, je nachdem, wie man das halt braucht, ob man einen übertrieben riesigen Teich hat oder nicht. Unserer ist 11 mal 7 Meter. Also ich denke, dass wir mit dem 7,5 Meter Schlauch an der Ansaugseite gut zurechtkommen. Haben aber dann noch die Option, auf den 10 Meter zu wechseln. Wir haben dann nochmal 10 Meter, weil ich noch gucken muss, wie wir das Wasser irgendwie ableiten, auf eine Wiese oder bei uns irgendwie ins Eck. Wir haben hier noch was Ungeöffnetes. Machen wir auch mal auf. Das ist die Mulmglocke. Funktioniert so, der Druck von der Pumpe wird hier von der Größe, vom Schlauch, auf die Größe hier quasi, sag mal, aufgeteilt und dann ist der Druck nicht mehr so stark oder der Sog nicht mehr ganz so stark. Und man kann die Pumpe auch noch drosseln. Oh, das ist ja voll der Bausatz noch. Das schraubt man gleich mal nach Anleitung zusammen. Hier sind die mitgelieferten Schriftstücke. Irgendwas Werbung wahrscheinlich. Gucken wir später mal an. Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste. Das guckt man immer erst an, wenn irgendwas kaputt ist oder irgendwas qualmt oder so. Auch mal zur Seite legen. Das Blatt ist wie für mich gemacht. Sowas habe ich gern. Einfach kurz mit Bildern, wie es funktioniert. Hier hat man die Teleskopstange, vorne dann den Saugstutzen. Dann geht es zum Vorfilter. Der wird dann an die Pumpe angeschlossen. Das ist so ein 1,5 Meter Stück, was standardisiert wohl immer dabei ist. Und dann geht es in den Wasserrücklauffilter, wenn man dann einen hat. Genau, das heißt, ich bin ready to go. Mal kurz reingeguckt. Jetzt bauen wir noch die Mulmglocke zusammen. Aber hier die Anleitungen. Und ab geht's. So, liebe Leute, nachdem wir die Pumpe ausgepackt haben, bauen wir die jetzt mal zusammen. Der Ablauf, mittlerweile weiß ich, wie das zusammengehört. Das ist eigentlich super selbsterklärend und einfach. Wir haben hier die Pumpe. Da packen wir einen Ablaufschlauch an. Ja, mit der Kupplung einfach rein. Zack. Merkt man hier wunderbar, rastet ein, schon fertig. Die andere Seite, das ist hier auch beschriftet, die Laufrichtung ist so rüber. Ja, also hier kommt das Wasser vom Ansaugschlauch her, beziehungsweise vom Vorfilter. Das packt man hier jetzt dran. So. Ah, schöne hochwertige Kupplung. Zack, perfekt. Brauchen wir nicht mal Handschuhe. Geht ratzfatz. Pumpe ein aus, gar kein Stress. So, dann sind wir beim Vorfilter. Wir kamen hier von der Pumpe unten an Vorfilter dran, weil das Wasser im Vorfilter steht natürlich da und man will das Wasser wegsaugen. Also von unten. Oben dran kommt die Kupplung für den Ansaugschlauch. Auch hier wieder die schöne Feuerwehrkupplung hier, super einfach anzubringen. Gar kein Problem. Wir haben hier eine kleine 1,5 Meter Verbindung zwischen Pumpe und Vorfilter, dass der Vorfilter nah am Teich ist, dass man wirklich viel Schlauch nachher hat für den Ansaugschlauch. Die Pumpe muss immer ein bisschen weg vom Wasser, weil die darf nicht reinfallen, sonst ist sie kaputt. Wir haben jetzt hier so eine die ganz normale Standarddüse, die einfach alles mitnimmt, was hier in die Quere kommt. Das ist für uns schon mal das Richtige, weil wir echt mal alles aus dem Teich rausholen wollen. Also, test mal, let's go! Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht.
die Frau, die saugt gerade aus dem Teich, einem Teichsauger. Wir sehen auf jeden Fall schon Folie. Das erste Mal, seit wir den Teich haben, sehen wir Folie. Und das ist ganz schön cool. Das heißt, da müssen wir uns jetzt nach und nach vorarbeiten. Freuen wir uns schon, wenn das fertig ist. So sieht es dann aus, was wir aus dem Teich rausgesaugt haben. Das ist im Vorfilter, zum Glück im Vorfilter gelandet. Und es sieht, das holen wir jetzt raus. Da wir bei uns im Teichschlamm sehr viele Steine drin hatten, gehe ich auf Nummer sicher und spüle den jetzt immer erstmal aus, nochmal mit Wasser, dass auch wirklich keine Steine dann in die Pumpe reingehen, wenn man den neu einsetzt und unten in dem Vorfilter da einfach Steine noch sind und dann doch in die Pumpe gehen. Und dann geht nämlich da das kleine Schaufelrad mit der Zeit kaputt. Gehen wir auf Nummer sicher, spritzen wir einmal ab und dann machen wir gleich weiter. Jetzt reinigen wir den Vorfilter unten nochmal von den Steinen, die wir mit rausgesaugt haben. Und dazu kippe ich den einfach zurück in den Teich, weil ich das später dann eh wieder raussaug. Den Vorfilter habe ich jetzt von Steinen gereinigt. Wenn der Grund richtig gesäubert ist, passt das hier mal alles schön plan rein. Dann passt die Plexiglasplatte oben super drauf und dann ist es dicht und dann kann die Pumpe ihre volle Leistung abrufen, weil hier einfach dann Vakuum gezogen wird und wirklich ein Sog entstehen kann. Das ist nicht auch eine Fehlerquelle, wenn unten noch irgendwie Reste sind, steht der Filterkorb hier ein bisschen raus, schließt es nicht richtig, hat die Pumpe keinen Druck, darauf achten. Wir haben wieder so viele Steine im Vorfilter. Viele wollen das natürlich nicht, ne? Die wollen die Steine im Teich drin lassen. Da gibt es dann den Mulmsauger, den Tasmauger aus. Wir wollen die aber wirklich mal raus haben, weil wir Zekarien im Teich haben, die nisten sich in Schnecken ein und die Schnecken sind da mit Sicherheit versteckt da drin. Genau, deswegen nehme ich die normale Saugdüse und versuche das erstmal alles rauszubekommen. Ist aber so viel, mal gucken, ob man damit zurechtkommt. Hier im Wasser müsst man sehen, bis wo ich jetzt gesaugt habe. Man sieht ganz klar, der Mulm kommt komplett raus. Ist gar kein Problem. Das schwarze rechts, was noch da ist, ist ein Steine. Die wollen wir eigentlich jetzt auch raus haben. Beziehungsweise ein paar Steine sieht man. Da ist auch noch so eine schwarze Dreckschicht drauf. Ja, die wirbelt man nochmal ein bisschen auf. Muss ich wieder setzen. Muss man einfach ein paar Vorgänge vornehmen, bis es dann ganz raus ist. Aber das weiß man, ne? Man muss Geduld mitbringen beim Teichsaugen. Die haben wir, das kriegt man alles raus, ist man zuversichtlich. Also es hat auf jeden Fall Power und wir kommen gut voran. Ich sehe da unten das Ansaugrohr für den Filtergraben schon. Hat man davor nicht gesehen. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Hier haben wir so eine kleine Sandbank bzw. Sitzsteinbank. Die wollen wir auch sauber machen, da haben wir schon ein bisschen rumgetestet, da sieht man rechts, da haben wir schon ein bisschen Mulm weggesaugt. So sieht es jetzt vorher aus und dann machen wir uns mit der Mulmsaugerglocke gleich mal dran und testen die aus. So, wir wechseln jetzt mal zum Mulmsauger und das ist eigentlich ganz einfach. Drückt hier vorne rein, zieht die Saugstütze raus oder die andere Saugstütze. Düse, steckt hier das Ansaugrohr auf den Mulmsauger und das steckt man dann wieder rein. Zack, fertig. So schnell ging's und jetzt checken wir mal, wie der Mulmsauger so funktioniert.
Der Mulmsauger hat schon super funktioniert. Wir haben hier am Rand von unserem Schwimmteich UV-Schutzmatten von Natura Guard. Das ist quasi wie ein Teppich. Da ist dann der Mulm richtig reingesessen. Den kriegt man zum Großteil raus. Wenn man es dann super gründlich machen will, ist uns empfohlen worden, mit dem Schrubber einfach das aus den Matten rauskehren und auf, oder den Teich von der Seite in die Mitte schaben und dann unten am Grund das wirklich rauszusaugen. Kleiner Nachtrag, dafür gibt es natürlich das hier. Habe ich nicht gerade gefunden, wo ich den Wasserrücklauf holen wollte. Da sind natürlich die Borsten schon mit dran, mit Saugdüse, was natürlich perfekt ist. Drüber schrubbeln und dann kriegt man auch die ganz feinen Sachen aus den UV-Matten raus. Der Mulmsauger funktioniert super dafür, ist aber eigentlich dafür gemacht, dass man den Druck von der Pumpe auf einen großen Querschnitt bringt. Das heißt, dass nicht so viel Druck da ist und der Mulm weggesogen wird, aber nicht die Steine. Selbst beim Mulmsauger hatte die Pumpe so viel Power, dass wir die UV-Matten mit angesaugt haben. Man kennt es, wenn man mit dem Staubsauger an irgendeinen Pulli oder ein Hemd rangeht. Da kann man die Pumpe dann auch nochmal drosseln. Wenn die an war oder an ist, dann kann man die drosseln. Wenn die Pumpe aus ist und die Drosselung eingeschaltet, dann geht es dann nicht an. Das ist auch so ein kleiner Tipp. Heißt, wenn die Pumpe gedrosselt war und man macht die aus, muss man sie erst wieder entdrosseln, also auf Normalzustand bringen, dann anmachen, dann geht sie an und dann kann man die Drosselung wieder einfach per Handregler wieder reindrehen. Wir haben ja jetzt gecheckt, wie man den groben Schlamm aus dem Teich rausbekommt. Das werden wir auch genauso nach der Methode handhaben. Wenn wir dann nur noch so kleine Saugarbeiten machen, werde ich definitiv den Rücklauf, den Wasserrücklauf hier mit in die Kette schalten. Ist dann quasi an das Ablaufrohr, kommt dann hier irgendwie der Rücklauffilter irgendwie mit dran, Sandfilter, und den bauen wir jetzt erstmal zusammen. So, ich habe es geschafft, den V-Filter zusammenzubauen. Das System ist eigentlich klar. Das Ablaufrohr geht hier rein, dann wird hier eine Kammer gefüllt. Wenn die überläuft, geht es über dieses Sieb. Da werden dann einfach nochmal Schmutzpartikel aufgehalten. Und unter dem Sieb, überhalb vom Sieb, da wo einfach kein Dreck mehr ist, läuft es dann hier zurück. Da kann man dann noch so ein Netz, einen Filterschlauch dran machen, so einen Stoffschlauch. Mache ich aber nicht. Einfach weil. Und jetzt probieren wir das mal aus und packen das an unser System dran. Dann geht hier das Wasser zurück und spart dann hoffentlich ganz, ganz viel Wasser. So ist zumindest der Plan für die Zukunft. Dass, wenn man kleine Saugarbeiten hat, einfach das wieder zurück in den Teich lässt, in den Filtergraben dann idealerweise, weil ja doch nur irgendwelche Art von Nährstoffe drin sind, die will man natürlich nicht im Schwimmteich haben. Soweit zur Theorie, jetzt schauen wir uns das mal an. So, das hat jetzt irgendwie mal noch nicht so funktioniert. Zum einen müsste man das eigentlich noch mit einer Eisensäge absägen auf die richtige Länge, aber man kann extra dazu kaufen eine Schlauchkupplung, so wie man es eigentlich in dem ganzen System hat. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für die ganze Plastik-auf-Plastik-Verbindung bei anderen Herstellern oder jetzt hier. Ich habe vergessen, so eine Schlauchkupplung dafür mitzukaufen. Da gibt es dann auch einfach so eine dicke Schelle, die man hier dran macht. Dann ist das alles safe und man kann das einfach schön dran machen und dann bleibt es auch dran. Die werde ich mir jetzt definitiv noch nachbestellen. Grob hat man es gesehen, wie es funktioniert. Wasser läuft drüber, das Sand wird rausgefiltert. Das ist perfekt für den Rücklauf. Da ich den Sandfilter jetzt trotzdem einpacken werde, erstmal, weil ich ja den Teich aussaug, muss man das sauber machen. Dazu einfach mit einem Wasser,
das Sieb hier sauber machen. Da sieht man, da geht der ganze Schmutz raus. Und im Notfall dann noch mit einer Bürste dran. Aber ich habe ihn ja kaum verwendet jetzt. Ich höre das sauber. Perfekt. Das sind unsere ersten Gehversuche mit der Pumpe. Soweit ist alles super selbsterklärend. Vom Zusammenbau kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Hat problemlos funktioniert bei uns. Gestern haben wir wirklich alles ausgereizt. Wir haben unseren Filtergraben hier leer gemacht. Er wurde 15 Jahre gar nicht gepflegt. Da war eine riesen Teichrose drin. Die hatte solche Stämme dann da drin. Und wir haben die Pumpe dazu verwendet, um das Wasser hier abzulassen. Wir haben hier die Verbindung zum Schwimmteich unterbrochen, haben dann einfach die Pumpe hier rein gehoben mit der Saugdüse, wirklich in Schlick. Wir haben Wurzeln natürlich aus Versehen mit rausgezogen, die dann im Vorfilter gelandet sind. Sand haben wir damit rausgezogen, also wirklich alles ohne Gnade. Das hat alles wunderbar funktioniert. Bis jetzt zuletzt so. Ich habe dann die glorreiche Idee gehabt, dass ich den ganzen Sand und Schlamm von der Seite reinspüle in die Mitte und dann mit der Teichpumpe raussaug. Was auch anfänglich sehr gut funktioniert hat. Aber natürlich, ich habe die Pumpe dann voll in Sand reingehoben mit Wurzeln und alles. War das ein Mühe too much? Aber nur so, dass das Ansaugrohr war dann irgendwie verstopft, also die Pumpe hat dann noch voll gezogen und war dann leider ein bisschen ohne Wasser. Soll man auf gar keinen Fall machen, hat der aber auch nicht geschadet, also wie funktioniert er nach wie vor, habt ihr ja gesehen. Genau, dann war erstmal, Pumpe funktioniert nicht, hab dann die Bedienungsanleitung geguckt und sowas. Und bin halt dann das durchgegangen, so wie ich es mir schon gedacht habe. Ich habe dann einfach den Ansaugschlauch getauscht zum Ablassschlauch. Somit habe ich den Ansaugschlauch durchgespült in die andere Richtung, was dann das Problem quasi wieder behoben hat, bis ich es dann das neue Ansaugrohr auch wieder verstopft hatte und dasselbe wieder gemacht habe, wieder getauscht. Und jetzt funktioniert sie wieder wunderbar. Aber ich habe gesehen, das ist eine Grenze. Das ist auch völlig dumm. Wer saugt eigentlich Sand? Oder einfach wirklich. Das war schon nicht nur Sandkörner mit Wasser, sondern einfach wirklich Sand mit so einem Sauger raus. Eigentlich keiner. Ich habe es versucht. Selbst da ist er nicht draufgegangen. Das ist schon mal ein Pluspunkt von mir. Genau, und jetzt läuft sie wieder wunderbar. Ich werde jetzt einfach den Schwimmteich nach und nach voll raussaugen. Filtergraben ist erledigt. Da werde ich noch ein bisschen Wasser dann absaugen und das mit dem Kescher voll rausmachen. Genau, aber Schwimmteich gibt es jetzt nichts mehr zu sagen. Das ist jetzt einfach tagelanges Dastehen und raussaugen. Das ist jetzt wohl weniger spannend. Ansonsten bin ich ja super happy mit der Pumpe. Wir sind große Fans von tollem Werkzeug. Man kann einfach problemlos arbeiten und hat nicht so viel Problembewältigung oder es geht halt dann schnell, so wie da jetzt. Genau, man kann einfach seine Ideen folgen, die man im Garten hat. Man will das jetzt sauber kriegen, man will das Wasser raus haben, das Ding funktioniert, super, alles klar. Man will da was machen, hat einfach gescheites Handwerkszeug und da sind wir riesen Fan davon. Hier ein kleiner Eindruck, wie weit wir beim Teich sind. Wir haben wirklich alles neu gemacht und jetzt sind wir beim letzten Vorgang, absaugen. Danach ist alles algenfrei und der Filtergraben funktioniert, das heißt hier entstehen dann auch keine Algen mehr, weil die Nährstoffe vom Filtergraben in den Pflanzen verarbeitet werden. Genau, und die Badesaison ist schon lang eröffnet, wunderbar klares Wasser. Alles perfekt funktioniert. Wir hatten extrem viel Mulden und Kies im Teich. Deswegen mussten wir auf mehrere Etappen den Teich säubern. Wir haben einmal den oberen Mulden, was bestimmt 15-20 cm waren,
abgesaugt, dann den Teich ruhen lassen. Dann haben wir in einem zweiten Schritt den Großteil vom Kies rausgesaugt, wie man hier vielleicht sehen kann. Und dann habe ich mit dem Dampfstrahler die ganze Matten an der Seite versucht sauber zu machen, habe dabei aber so viel Mulm wieder aufgewirbelt, dass der Teich gut eine Woche nicht klar war und dann hat sich alles wieder abgesetzt. Was wir jetzt hier gerade noch sehen, also das ist dann einfach der Rest Mulm hat sich überall nochmal abgesetzt und jetzt sind wir in der letzten Phase, wo wir dann den letzten Mulm einfach voll wegmachen. Das sieht jetzt genau, wo meine Frau schon war. Hier eine der Sitzbänke noch ungereinigt. So sieht es jetzt sauber aus. Hoffe ich, dass euch das Spaß gemacht hat, das Video, ihr ein bisschen was gelernt habt oder diejenigen, die sich für den Sauger interessieren, ein bisschen einen Überblick bekommen haben, dass das einfach robust ist und eigentlich nicht klein zu kriegen soweit. Ich mache mich jetzt weiter an den Schwimmteich mit dem Sauger und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß im Garten und wir sehen uns. Ciao!